Guten Tag, ja, herzlich willkommen zu Let's Play Flife Folge 19. Ja, 19 Folgen schon, keine Sorge, ab der 20. Folge wird alles natürlich weitergehen wie bisher, ne? Das muss man nicht denken, so nach Folge 23 wird immer alles ab, Folge 20 wird ja bei der TV immer alles abgesetzt, ne? Muss man natürlich nicht immer hoffen. Nein, muss man nicht. So, geh ich denn mal hin? Geh ich mal dahin? Ja, Mrs. Zombie, kannst mich mal in Ruhe lassen. So, dann starten wir mal wieder durch. Ein bisschen Leveln muss natürlich sein. Hatte ich das schon? Nein. Hallo, 6. So, ja, perfekt. Zack, zack. Und ja, das reicht, ne? Können wir dann loslegen. Selbstverständlich geht das pure Leveln wieder weiter. Level 27 stehen kurz vor Level 28. Ja. Jetzt scheint wohl alles wieder mal zu laggen, aber nicht so schlimm. Sollte nicht so schlimm sein, wie soll's eigentlich? Ja. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Ja. Meins war auch so lala. Scheiß Wetter, muss man dementsprechend sagen. Jetzt regnet's ja wieder. Vielleicht auch nicht. Vielleicht schneit es sogar bei euch. Ne? Außer vor eurem Fenster wurde irgendwie Rasierschaum vorgesprüht, damit es heißt, hey, es schneit. Ja, vielleicht sogar das ganze Fenster voll, wer weiß, ne? Man kann nie wissen, ne? Aber der Winter kommt ja bald. Deswegen einfach mal warten. Irgendwann wird sowieso dann wieder richtig kalt. Ja. Also sowieso ist es für einige schon sowieso richtig kalt. Machen wir mal so, spielen wir mal so, aber wohl kann man nicht alles gut erkennen. Ja, machen wir auch mal hier im Hintergrund ein bisschen die Musik leiser. Ist mir auch ein bisschen zu laut. Ja. Wenn wir natürlich hier die Giggleboxes mal schön ordentlich verprügeln, sind heute irgendwie so alleine. Die anderen hier alle, ja, auch alle irgendwie null Bock, ne? Und Flackern geht wieder los. Naja, wird sich wohl nicht ändern, wird sich auch wohl gar nicht mehr ändern, aber ich kümmere mich ja, sagen wir mal, um ehrlich zu sein, einen Feuchten drum, das im Forum zu schreiben, weil ich bestimmt der Einzige bin, der davon betroffen ist. Und wenn nicht, dann könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben. Dann werde ich dementsprechend ja dann natürlich sowas in, ja nicht in Auftrag setzen, aber dann natürlich dementsprechend nachfragen, nachhaken, warum das andauernd so am Flackern ist, geradewegs bei Windows 7. Ich bin mir sicher, bei Windows 8 funktioniert vielleicht gar nicht. So wie das auch am Anfang war bei Windows 7. Ja. Aber ich denke mal wohl, bei mir lief es vor einem halben Jahr, muss man natürlich sagen, lief es gar nicht. Ja? Also überhaupt nicht. Das ist schon etwas bitter gewesen. Und jetzt läuft das Ganze natürlich hier ein bisschen schleppend. Also wenn ihr das natürlich so normal seht, versuche ich geradewegs hier irgendwie zu spielen. Auch wenn es jetzt ein bisschen am Laggen ist. Liegt wahrscheinlich auch am Internet, liegt wahrscheinlich auch daran. Sonntags ist immer bei mir zu Hause schlechtes Internet. Kann man so sagen. Ja. Schlechtes Internet zu Hause. Sonntags immer. Ja, und dann heißt es, der Typ will Flife hochladen sonntags. Der will uns doch verarschen. Nein, tue ich nicht, aber naja. Wollen wir mal dementsprechend sehen. Heilen. Wo haben wir das hier? Oh, guck mal. Eine Halloween-Box. Eine Halloween-Box? Ist Halloween nicht schon vorbei? Pumpkin Pie. Ja, können wir als Reserve hier haben. Da haben wir noch, ach ja, Flügel. Flügelchen. Ne? Versuche geradewegs erstmal wieder meinen Open Broadcaster aufzumachen, aber der will so weg nicht. Naja, dann bleibt er halt geschlossen. Dann weiß ich halt selbst dann nicht, wie lange es dauern wird. Yay, Level up.
Ah, da habe ich den wieder. Ja, so schaut's also aus. Gut. Dann kann das ja im Hintergrund mal weiterlaufen. Nach 5 Minuten jetzt Level 28 erreicht. Sieht doch auch gut aus. Ja. Jetzt nochmal gucken. Angriffstempo. Das muss auch höher gemacht werden. So. Somit reicht das. Und dann können wir vielleicht mal mit ein paar... Ja, Level 30. Also wird noch ein bisschen dauern. 2 Level sind es noch. Aber wir gehen erstmal zurück in die Stadt. Denn ich bin mal dafür, dass wir erstmal unser Inventar ein bisschen leeren. Und dass wir dann ein bisschen shoppen gehen. Ne, dementsprechend. Nein, Mrs. Zombie, ich will von dir nichts. Riechst nach totem Hirn. So. Lagern wir mal wieder ein. Eine Flame Card. Ein Papang Stick. Eine Zwiebel. Eine Zombie Box. Eier. Ah, ja. Giglande. Gaskanne. Das kann ich leider nicht ab. Doch, das kann ich ablegen. Eine Gaskanne. Boah. Und sonst so. Kann ich das eigentlich auch ablegen? Ja, geht auch. Gut. Sehr gut. So, davon können dann 2. Das kommt dann hier hin. Ne? Dann gibt es nur 3 Sachen halt zum Verkaufen. Aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten, irgendwie an Kohle zu kommen. Ne? So schaut's auch aus. Level 28. Level 30 will ich ja noch spätestens noch erreichen. Aber ich glaube, dass wir das diese Folge nicht mehr schaffen. Außer ich mach mal etwas länger. Was natürlich nicht der Fall sein wird. Denn, nö. Genau, nö. Habe ich keine Lust drauf. So, dann kaufen wir mal hier wieder mal ein bisschen ein. Sagen wir mal 50 Stück. Das müsste reichen. So. Das müsste reichen. Ja, auch mit den FP-Tränken reicht das. Ja, dann kann es ja weitergehen. Dann können wir ja direkt von hier aus mal durchstarten. Aber ich merke schon ein bisschen, dass es doch ein Laggen ist. Also wahrscheinlich mein Laptop oder das Internet heute. Aber eher wohl wahrscheinlich am Laptop. Das Internet hat damit nichts zu tun. Wird schon stehen. Verbindung zum Server unterbrochen. Ja, ich sehe nämlich auf meinem WLAN-Balken nur 2 Striche. Schwach. Dementsprechend wird das Uploaden heute auch lange dauern. Ja, hoffentlich dauert das nicht zu lange. Aber was soll's. So, ein bisschen noch vom Kaffee genießen. Noch unterwegs sind, mal ein bisschen aufs Handy gucken. Ja, ist ja lang unterwegs, also es wird noch dauern. Es wird noch schön dauern. Ja, wir lassen mal ein bisschen die Musik spielen. Ich habe auch nicht so viel heute zu erzählen. Ich mache jetzt einfach hier die neueste Folge und gut ist. Aber ich merke auch irgendwie so, dass das Bild irgendwie so nicht reinpasst. Szene kann ich jetzt nicht bearbeiten, merke ich gerade. Kann ich überhaupt nicht bearbeiten. Schade. Ah doch, kann ich. Hahaha. Das wird man wohl, glaube ich, jetzt mittendrin so sehen, so live. Live die Szene bearbeitet. Ja, merke ich auch gerade, dass das auch irgendwie so nicht passen will. Ne, so links, rechts, ja, dann lasse ich das mal so. Ne. Wird oben halt etwas weniger sein als unten. Ne, unten sollte man eher mehr sehen. Wo will ich denn hin? Ich bin ja schon fast richtig, also lasse ich mich dann mal hier fallen. Stirbt man ja nicht sofort. Sind bei den Mantis. Ich aber zu den Giggle Boxes. Da bleiben wir noch ein bisschen. Ja, jetzt muss ich die mal nur suchen. Die sind ja da hinten. Da war ich also dann schon dermaßen richtig.
Jetzt habe ich auch vergessen, Buffs neue zu holen. Naja, muss dann beim nächsten Mal sowas machen. Naja, schade. Ja. So, jetzt heißt es wieder, los geht's, auf geht's und so weiter und so fort. Jetzt hauen wir wieder richtig drauf. Ein leichtes Stück sein, dann gucke ich mal. 1% geben die jetzt jeweils. Also müsste ich jetzt noch 99 Stück von dem platt machen. Ach, was soll's. Warum nicht? 1. Ja, und dann ist jetzt Nummer 2 fällig. Ist da hinten direkt auch schon 3 Stück. Ne? Ich sag ja, wir bleiben ja nur bis Level 30 hier, also ich versuche bis Level 30 hier zu bleiben. Wir sind ja 31 und ich gehe auch gleich mit, werde auch dann, wenn 29 dann mit euch weitergehen, dann auch sowieso weitergehen. Ja. So. Aber ist auch sowieso tote Hose. Ich bin auch auf Channel 2, wie ihr es bemerkt habt. Ist auch nichts Neues. Aber um natürlich den Lags aus den Augen zu gehen. Und natürlich alles andere. Ja. Dann machen wir mal die hier wieder platt. Ja, haben wir jetzt derweil schon 4%, 3 fertig gemacht, die Nummer 3. Sind wir dann bei 7%. Gibt es auch natürlich wieder schön Quest-Items dazu. Bless Crossed, was ist das? Ein heiliges Kreuz wehrt Vampire ab. Ja, sehe ich irgendwo Vampire? Twilight oder so? Anscheinend nicht. Eigentlich bräuchte ich euch jetzt, sagen wir mal so, die ganze Zeit gar nichts sagen, oder? Einfach nur spielen und das war's. Wäre doch mal geil, ne? So eine Folge mal nichts sagen. Nicht mal Hallo, nicht mal Tschüss. Ich könnte ja einfach so stumpf im Chat das schreiben, so wie... Ne? Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Wäre nur ein bisschen irre von mir, aber... Irre ist menschlich. Irren ist menschlich. Nicht irre ist menschlich. Irre auch manchmal. Menschen sind auch manchmal irre, so wollte ich das sagen. Aber so irre nun auch wieder nicht. So, dann machen wir mal wieder 2 neue Buffs rein. Self-Buffs, wie man die auch gerne nennt. Ja, aber was soll's, ist natürlich auch eine ganz tolle Sache hier. Ja, habe sowieso schon lange nicht mehr gespielt. Also das heißt, in der nächsten Folge, die ja eigentlich, die ja theoretisch nächste Woche kommt, da möchte ich mal schon vorsichtshalber ankündigen, nächste Woche kommt vielleicht kein Flife, also am nächsten Sonntag. Denn, ich sag mal so, über die Weihnachtszeit hin bis zur, ja, bis zum neuen Jahr wird es wahrscheinlich unregelmäßig Let's Plays geben. Also ich möchte nicht nur so viel dazu sagen, dass es heißt, dass ich so langsam kein Interesse mehr an den Let's Plays habe. Aber falls ihr bemerkt habt, mein Kollege von Playnator, der macht keine Let's Plays mehr. Bisschen schade, finde ich. Aber es muss natürlich auch so sein, wenn man sich neu ausrichtet, dann ist es natürlich klar. Ich will ja mit Dercho TV ja auch ein bisschen wieder mehr YouTube machen, nachdem ich ja jetzt diverse Formate wieder eingestellt habe, die mir ja selbst nicht gefallen haben, obwohl die ja eigentlich ja meinen Sachen entsprachen. Das Let's Play war ja nur so damals als Lückenfüller für ein ehemaliges Projekt ja nur da. Jetzt mache ich ja natürlich Internetradio. Es liegt einfach nur daran, dass man bei Internetradio halt dementsprechend schlecht irgendwie Bilder zeigen kann, ne?
Das wäre dann ja wieder Web-TV. Und dafür bräuchte ich ja eine Lizenz. Und dafür habe ich ja kein Geld. Ja, weil die sind armer Schlucker. Also guckt mal mehr meine Videos. Drückt den Like-Button, bis der Balken richtig blau wird. Ja, so richtig blaue Flecken der Balken kriegt. Nein, ich möchte jetzt einfach nur darauf hinweisen, wer natürlich auf Let's Play steht und natürlich auch auf Videos und so weiter. Ich sag mal so, Dercho-TV-Thema kommt ja bald wieder. Ich kündige schon mal an nächste Woche, denn nächste Woche gibt es was ganz Besonderes, ein kleines Special. Denn, ja, was genau, das möchte ich nicht sagen. Es geht um zwei Geburtstage. Genauer gesagt, welche das sein werden, verrate ich, glaube ich, auch nur bei DerchoTVFM. Also geht mal auf www.derchotv.wordpress.com/DerchoTVFM. Da werde ich wahrscheinlich einen Tipp geben, was ich da meine für zwei Geburtstage, die am kommenden Wochenende stattfinden werden. Also schaut ruhig oder hört ruhig rein. Und auch beim Thema-Video, was ja dann dementsprechend dann auch auf DerchoTVFM zu hören sein wird, an. Ne? Also, wie der Doppelpass kommt auch DerchoTVFM nun im Radio. Im Internetradio, muss man so viel noch sagen. Ne? Aber soll's, es ist ja natürlich alles Zukunftsmusik, aber ich habe es ja auch so angekündigt, DerchoTVFM bekommt eine neue, hat neue Sendungen bekommen, sogar noch eine Sendung in Planung. Ne? Hat mit nicht nur Zuschauern zu tun, Zuhörern zu tun, muss ich sagen. Zuschauern und Zuhörern, wie auch immer. Aber werden wir dementsprechend natürlich auch noch sehen und hören. Ne? Am meisten eher nur hören. Können wir dann auch mal sehen, ja. Eigentlich war ja ein geplantes Format von Planeta, da sollte ich ja auch mal als Gast sein. Irgendwie wird das Format nicht kommen. Naja, derweil gibt es ja auch ein paar Probleme da bei Planeta. Ein PC funktioniert nicht und so weiter, wie ich es jetzt mitgekriegt habe. Aber naja, ich werde mich mal informieren über dieses Format, was ja bald kommen soll. Ich habe ja schon mal mit Stefan von Planeta.de auch ein Interview geführt. Und das natürlich auch zu Recht. Ja, was heißt zu Recht? Ne? Ich merke auch gerade irgendwie, so, Licht ist aus, nein, nicht ganz, ja, Laptop läuft wieder heiß, dermaßen heiß, aber ich sag ja so, die halbe Stunde nur, dann reicht das auch. Ich sag ja, in der nächsten Woche, wie schon ab nächster Woche, ab Dezember, dann wie schon gesagt, kommen die Let's Plays dementsprechend etwas seltener und auch, ja, die werden dann halt dementsprechend auch, wie schon gesagt, aber weiterhin samstags Pokémon Rot und sonntags Live laufen. Aber wie schon gesagt, nur vorübergehend kommen diese Let's Plays unregelmäßig, das möchte ich nur mal kurz erwähnen, weil unter anderem Weihnachten steht vor der Tür und ich habe noch andere Sachen zu erledigen, noch vieles anderes. Oh, guck mal, ein Agro, will mich angreifen. Und deswegen gibt es dann wieder ein bisschen weniger. Ich könnte das natürlich auch alles in ein Ankündigungsvideo machen. Ne? Ich könnte ja Vlogs zum Beispiel machen. Naja, dafür habe ich DerchoTVFM. Ja. Ja, auch nicht schlecht. Also, wenn ihr zum Beispiel mal Internetradio haben wollt mit aktuellen Nachrichten, nicht nur aus Politik, das ist ja eigentlich sowieso im Moment die Agenda, die Themenübersicht ja sowieso dominiert, sondern auch zum Beispiel von Games, von Technik, von Sport und so weiter. Einfach mal reinhören, es macht wohl Spaß, das ist so eine Art eigene Berichterstattung. Nur für mich, nein, für alle, die dann sich natürlich sagen, ja okay, die klobige Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen oder von Sky, die kann ich mir nicht antun. Ich möchte das gerne unabhängig von irgendwie, egal welchen Schnöseln, von Bayern München oder von Borussia Dortmund oder von Schalke oder von Leverkusen oder von München Gladbach haben, dann einfach mal reinhören bei DerchoTVFM. Ja okay, ich bin Schalke-Fan und FC Augsburg-Fan, also da muss man halt natürlich auch ein bisschen zu seinen Vereinen stehen, aber ein bisschen neutral muss man als muss man schon als Journalist sein, als Journalist bei mir in Anführungsstrichen. Ich bin ja kein richtiger. Dann will ich auch nicht so einen eigenen Scheiß hier machen. Ja. Hallo? So, ich wollte schon sagen, ein bisschen zeitversetzt heute. Naja.
Meine Buffs halten auch nicht mehr lange, sind noch so eine knappe halbe Stunde. So, sammeln erstmal alles ein, gibt auch noch genug Kohle. Muss jetzt mal gucken, wie viel Zeit habe ich denn noch? Ach, 10 Minuten habe ich noch, dann ist gut. Gut. Ja, ich muss ja natürlich auch auf die Zeit achten, die habe ich ja nicht so allgemein im Kopf, weil ich achte ja nie auf die Zeit. Ich könnte zum Beispiel stundenlang labern, bla 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 machen. Ne, und mich trotzdem über das Flackern aufregen, über sonstige Lags hier bei Flife und was weiß ich nicht alles, um was ich mich nicht kümmere. Aber das soll sich natürlich dann dementsprechend auch noch ändern. Fürs nächste Jahr natürlich ist auch noch viel vorgenommen worden. Sehr viel, aber in Sachen Privates. Grins. Ja. Aber lasst euch mal einfach überraschen. So, ich glaube, das mit dem Flackern, das werde ich wohl dementsprechend dann doch wohl den GMs melden. Weil das nervt jetzt wirklich, geradewegs hier in diesem Falle. Immer wieder, wenn ich jemanden angreife. Aber wahrscheinlich liegt es wirklich an dem neuen Design. Ja, es liegt auch unter anderem, sag ich mal, an dem neuen Design. Weil es einfach, es sieht schön aus, aber es nervt auch ab und zu, dieses Flackern. Das habt ihr ja in einer Folge jetzt schon mal auch gesehen. Ne? Deswegen so ein bisschen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, wo bleibt denn hier die Spannung und alles? Gibt keine. Doch, gibt's natürlich. Ich sag ja nur so, wenn es halt schleppend läuft mit dem ganzen Kram, ne? Das ist halt auch scheiße. Zack, zack, zack. Aber ich habe ja auch dabei bemerkt, wie das ist mit dem Kommentarsystem, dass man jetzt ja natürlich mit Google Plus verbunden sein muss. Und ja, ich glaube, einige finden das, was heißt einige finden das scheiße? Es finden alle, glaube ich, das scheiße. Ich finde es auch irgendwie komisch. Jetzt, nachdem ich ja meinen YouTube-Channel, meinen privaten, ja umbenannt habe in der Echo TV, ne, und das Ganze dann natürlich nur über Google Plus machen musste, dafür dementsprechend eine Seite. Hallo? Ja, anscheinend gibt es wirklich Lags, weil ich habe nur noch einen Balken auf meinem WLAN-Dings. Ich kann mir auch denken, warum. Aber naja. Düse dermaßen alles heute scheiße. Aber werde ich gleich auch mal einfach mal ausprobieren. Vielleicht einfach mal kurz die Box neu starten, falls unten nicht jemand am Telefonieren ist, wie auch immer. Ich habe so schön hingekriegt, dass es nicht am Flackern war, ne? Und jetzt ist es derbemaßen wieder am Flackern. Naja. Aber ich habe heute auch irgendwie so eine Null-Box- Motivation. Auf der HTVFM schon. Wenn man da irgendwie ein bisschen Spaß hat, aber sonst heute irgendwie null Lust. Liegt auch einfach daran, es ist Sonntag, die Woche geht bald los und so weiter und so fort. Ne? Geht vielleicht jedem so. Aber was soll's. Dermaßen ist alles irgendwie heute schlecht vernetzt. Ich leg mal mein Handy hier drauf. Nee, dann wird's ja auch warm. Dann wird's auch heiß. Ich krieg ja auch eine Menge Gas, kann. Für was brauche ich die eigentlich? Irgendwie um was anzuzünden oder so? Ich weiß auch nicht. Naja, ich sollte mich auch, glaube ich, dementsprechend mal mich mehr Fly widmen. Aber naja. Tut der Herr ja kaum. Wenn wir dann nochmal dementsprechend sehen, kommen hier. Guck, sogar oben fehlt schon die Zahl. Ne? So schlimm ist das schon. Mann, Mann, Mann. Ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, aber oh Gott. Ich glaube, ich werde mich mal wirklich mal im Forum mich ein bisschen beschweren. Also, das ist jetzt wohl wirklich der Dings. Ja, guck, bei Gigglebox geht das. Ne? Aber das, dann werde ich natürlich als Beweis dafür dann auch ehrlich gesagt ein YouTube-Video nehmen. Ein bisschen Werbung muss dann natürlich auch gemacht werden. Ne? So, ich guck mal kurz auf die Zeit. 24 Minuten. Ich würde mal sagen, wie viel Prozent habe ich? 32 Prozent, also schon heute gut erreicht. Also ich sag mal, 50 Prozent sind schon drin gewesen heute.
Morgen sei schon die nächste Folge, beziehungsweise übernächste Folge. Ihr wisst ja, alle 10 Folgen immer, morgen ist die, warum sage ich immer morgen? Nächste Woche, also beim nächsten Mal, die nächste Folge wird die 20. Folge von Let's Play Flife sein. Ich steig mal kurz aufs Board. Dann gibt es natürlich wieder ein Special. Diesmal mein Ringmaster. Ich habe einen Ringmaster auch noch. Und da will ich auch noch ein bisschen mehr dazu zeigen. Und ja, wie schon gesagt, zu Flife gibt es dann demnächst auch wirklich mehr, also sogar noch im Dezember. Wie schon gesagt, im Dezember werden die Ausgaben dann ein bisschen reduziert, weil Weihnachten steht vor der Tür, bla 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 und so weiter und so fort. Und es gibt noch andere Dinge zu erledigen um diese Zeit. Aber deswegen möchte ich einfach mal nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Ausgabe, wie schon gesagt, gibt es dann hoffentlich vielleicht am nächsten Sonntag, ne, zur selben Zeit, irgendwie, ist ja nicht live, sondern aufgezeichnet. Wünsche euch trotzdem derweil einen schönen Start in die neue Woche und denkt immer daran, ja, Träume können wahr werden, wie auch immer. Tschüss.